Okay, da bin ich wieder. Wo sind wir stehen geblieben? Du wünschst dir eigentlich einen Partner. Aus Frust, keinen Partner zu haben, flüchtest du dich in die Pornografie. Ach ja, an dem Punkt. Ich muss nicht nochmal erklären, dass die meisten Leute einfach nur ficken, weil sie geil sind, oder? Und das Problem bei Pornografie, und jetzt musst du wieder nachdenken, ob das stimmt, ist, dass deine Gedanken sich ändern. Ich nenne das das moderne Brainwashing. Ja, durch neuen Input ändert sich das Denkverhalten, das hast du sehr schön erkannt. Worauf willst du hinaus? Dein Bild von einer Frau, liebe Männer, verändert sich. Stupid! You're so stupid! Alter, du bist Christ. Hast du deine Bibel mal gelesen? Laut deiner Bibel ist es vollkommen okay, eine Frau zu vergewaltigen, solange sie nicht verheiratet ist, man ihren Vater ausbezahlen kann und man sie anschließend heiratet. Laut deiner Bibel ist die Frau das Eigentum des Mannes. Laut deiner Bibel haben Frauen kein Recht, einem Mann irgendwas zu erzählen. Frauen haben laut deiner Religion keine Autorität. Also hör gefälligst auf, so zu tun, als ob ein negatives Frauenbild ach so schrecklich wäre. Oder als Alternative, hör auf, so zu tun, als ob du dich an die Bibel hältst. Wofür ist denn die Frau geschaffen worden? Laut der Pornografiebibel. Und wieder baut hier alles darauf auf, dass es immer in Absoluten geht. Sex und Beziehung sind ein und dasselbe. Und darum, wenn man eine Frau sexuell begehrt, zum Beispiel eine Frau in Pornos, heißt das darum, dass man als Weltbild hat, dass alle Frauen nur zum Sex geschaffen sind, weil Pornos eine fundierte Philosophie zu. Okay, wisst ihr was? Ich überspringe den Teil jetzt und komme zu irgendwas, was nicht absolut schwachsinnig ist und schon tausendmal erklärt wurde. Sonst fange ich an, mir an den Handgelenken zu kauen, bis ich eine Arterie treffe. Die Frau ist nur für den Mann designt, damit er seine egozentrierte Sexualität voll ausleben kann. Als kurzes Ding zwischendurch, was natürlich gar nichts damit zu tun hat. Wisst ihr, dass in der Bibel die Frau zweimal erschaffen wird? Das heißt einmal, Gott erschuf einen Mann und eine Frau aus Erde und später wird dann Eva aus Adams Rippen rausgeschnitten. Die erste Frau von Adam war laut jüdischer Mythologie Lilith. Lilith wurde aber aus dem Paradies verstoßen, weil sie sich Adam sexuell nicht unterordnen wollte. Also wurde danach Eva erschaffen, die sexuell unterwürfig war. Also ja, die Frau wurde laut deiner Religion nur für die selbstsüchtige Sexualität des Mannes erschaffen. Bei deinem Partner kommt an, erstens, ich genüge nicht. Mein Mann braucht tausend andere Frauen außerhalb von mir. Meine Würde als Frau ist im Dreck. Es gibt eine Frau, für die ich unheimlich viel Respekt empfinde. Eine Frau, die ich bewundere. Eine Frau, die mir in einer sehr schweren Zeit meines Lebens wirklich weitergeholfen hat. Eine Frau, die die Art, wie ich die Welt sehe, grundlegend verändert hat. Und diese Frau hat mir etwas sehr Wichtiges beigebracht. Es fühlt sich unheimlich geil an, eine Schlampe zu sein. Sex und Würde haben unheimlich wenig miteinander zu tun. Es ist mir absolut schleierhaft, wie jemand auf die Idee kommen könnte, die Würde eines Menschen aus der Sexualität des Menschen oder der Sexualität der Menschen um diesen Menschen herum zu beziehen. Nur sich die Frau, von der ich rede, gerne anketten, beschimpfen und bespucken lässt, weil es sie unheimlich geil macht, heißt das nicht, dass sie als Mensch weniger wert ist. Das heißt nicht, dass ich sie weniger wertschätze. Sex ist an und für sich etwas unheimlich Profanes. Es ist animalisch, es ist dreckig, man schwitzt, man tauscht Körperflüssigkeiten aus. Das hat mit Würde nicht viel zu tun. Die Würde eines Menschen, eines Mannes oder einer Frau bezieht sich nicht auf ihre Sexualität oder, um Thomas wieder reinzubringen, auf das Geschlecht, sondern bezieht sich auf das, wofür diese Leute einstehen, was sie tun, was sie fühlen, nicht was sie wann wo reinstecken oder reinstecken lassen. Das Bagatellisieren von Pornografie, ihr merkt, da bin ich nicht so ganz ein Fan davon. Weil Pornografie überfordert jede Beziehung. Jede! Ich kenne keine Beziehung, die es nicht überfordert. Okay, an alle überempfindlichen Fotzenchristen da draußen, so wie der Typ hier. Hier ist der Weg, wie ihr damit fertig werdet, dass euer geliebter Partner Pornos guckt. Tief einatmen, tief ausatmen und wir geben keinen Fick. Üben wir das mal. Schatz, ich gucke Pornos. Einatmen, ausatmen. Ist mir doch scheißegal. So einfach geht das.
Wenn ihr euch nicht künstlich über etwas aufregt, was niemandem etwas antut, dann ist eure Beziehung sehr viel glücklicher. Cool, oder? In den letzten Wochen haben wir darüber geredet, warum Gott über die Ehe so schwärmt. Du hast die Bibel aber schon gelesen und bist dir aber schon bewusst, dass man laut göttlichen Regeln Nebenfrauen haben darf und Sexsklavinnen und das ganze Zeug, oder? Was spricht's an in dir? Eine Sehnsucht. Ein Loch. Falls du euch fragt, warum das hier ist, das ist da, um das komplette Gebrabbel von mehreren Minuten zusammenzufassen. Beziehungen haben Fehler, darum hast du ein Loch in dir. Als Mann versuchst du das mit Pornografie zu füllen. Als Frau mit irgendwelchen romantischen Vorstellungen. Und irgendwie wird das alles zu Gott laufen am Ende, nehme ich an. Weil nur Gott dieses Loch in dir füllen kann. Und jetzt meine Frage, wenn du ehrlich werden willst, wie kann man da rauskommen, weil ich merke, das finde ich das Coole an Jesus, finde ich das Coole an der Bibel, sie ist direkt. Heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und die Enden der Welt zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So lasset euch weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter der Erde. Dienet den Herrn mit Furcht und frohlocket mit Zittern. Küsse den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Zweiter Psalm. Ist direkt, oder? Das liebe ich. Sie ist direkt. Hör dir das mal an. Matthäus 5, Vers 27. Ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Also meine Bibelstelle war cooler als deine. Das Herz deines Partners bricht und die Herzensnähe, die entscheidend ist, was wir die letzten Wochen gesagt haben, dass erfüllte Sexualität funktioniert, geht kaputt. Wie oft muss ich es dir noch erklären? Gefühle und Sex haben wenig miteinander zu tun. Ich kann mit jemandem ficken, den ich nicht einmal beim Namen kenne und trotzdem unheimlich geilen Sex haben. Um eine erfüllte Sexualität zu haben, muss ich Leute nicht lieben. Liebe Männer, wenn ihr mir nicht glaubt, dass Blicke etwas sind, was man spürt, habe ich ein Fortbildungsangebot für euch. Okay? Geht mal aufs Oktoberfest am Schwulentag. Man kann dieses Thema sehen, wie man will, aber wenn du nicht auf Männer stehst, geh mal rein und schau, wie es sich anfühlt, wenn ein anderer Mann dich sexuell anmacht. Als ich durch den Gang bin, habe ich auf den Arsch gehauen bekommen, in Schritt gefasst bekommen, es ist nicht übertrieben. Und ich kann zum ersten Mal verstehen, wirklich leibhaftig nachvollziehen, wie sich eine Frau sie fühlt, wenn ein Mann sie sexuell anguckt. Also weil du von Männern angebaggert wurdest, an denen du kein Interesse hast, weißt du genau, wie eine Frau, die Interesse an Männern hat, sich fühlt, wenn sie von Männern angestarrt wird. Hast du als Kind zu viel Leim gegessen? Fortbildung für alle Männer, die mir nicht glauben, dass man das spürt und dass das nicht schön ist, okay? Geht einfach mal hin und probiert's aus. Dann glaubt ihr mir, glaube ich. Okay, ich erkläre nochmal, warum das Beispiel dämlich ist und ich bin mir sicher, Feministen werden mich bei lebendigem Leibe dafür häuten. Aber du kannst davon ausgehen, dass die meisten Frauen Interesse an Männern haben, zumindest zu einem gewissen Grad. Du hast kein Interesse an Männern. Wärst du in derselben Situation mit Frauen gewesen, wärst du wahrscheinlich ein bisschen überfordert gewesen, hättest es aber nicht unheimlich schrecklich empfunden. Genauso kannst du angucken, nicht mit in den Schritt greifen vergleichen. Also fasse ich die Beispiele mal zusammen. Eine Frau wird von Männern, also für sie potenziellen Sexualpartnern, angesehen. Du wurdest von Homosexuellen, also Leuten, an denen du absolut kein Interesse hast in irgendeiner Form, begrabbelt. Du merkst die Unterschiede, oder? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Also du brauchst die Hilfe deines Gottes, um dich vor den Sachen zu retten, die böse sind, weil er sagt, dass sie böse sind. Ja, nie, ist klar. Ich möchte nicht verharmlosen, dass Gott dich liebt, obwohl er dich kennt. Und dass er dir auch noch vergibt, ist ein Wunder. Aber dadurch verändert sich dein Leben 0,0. Du gehst zwar dahin zu Beichte, sagst Jesus, Pornografie, echt schlimm und so weiter.
gehst wieder raus und was machst du morgen Abend? Porno. Der einzige Grund, aus dem du das Gefühl hast, du musst beichten, dass du Pornos anziehst, ist, weil du dir einredest, dass Pornos böse sind. Und darum hast du auch Schuldgefühle, wenn du Pornos guckst. Das ist ein Kreis, siehst du das? Du hast dir eingeredet, Pornos sind böse. Darum hast du beim Pornos gucken Schuldgefühle und darum sind Pornos böse, weil du davon Schuldgefühle bekommst. Es geht immer im Kreis so weiter. Was du begreifen musst ist, wenn du dir einen runterholst, wenn du dir Pornos anguckst, wenn du von der Frau geil wirst, daran ist nichts Schlimmes. Du tust damit niemandem weh. Wieso solltest du etwas beichten, womit du niemandem schadest? Warum sollte etwas Sünde sein, was niemandem etwas tut? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Das weiß ich nicht. Psychologen arbeiten an einer Lösung, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich jetzt tun werde. Ich hau mich hin. Ich habe wegen dir nämlich tierische Kopfschmerzen.